Ich schaue jetzt auch gar nicht auf den Chat und wir gehen jetzt sofort ins Game rein. Wie gesagt, die sind jetzt schon wieder mit Cash ready. Da verplapper ich mal die Pause. Aber ich denke, man merkt einfach, CS ist live. CS ist love. Und Yubik eröffnet Cash für Monolith. Auch ein sehr alter Junge, der Yubik. 26, also alt in Anführungsstrichen. Dima! Oh, Dima! Eieiei, jetzt wird er umlaufen. Und Buster mit dem Reflect. Also ein 3 gegen 2, Afterplant. Er war bei Empire, genau. Mal, und da hat er mit Chopper und Little gespielt. Mit Spaß, Fix und Cyberfocus. Da hat sich Electronic auch so rumgetrieben in dieser Area. Und dann kam er zu Flipside. Dann wurde er von Navi entdeckt. Und jetzt spielt er in der Top-Szene. 1 gegen 1. Jekinder mit 3 Kills schon am Tanzen gegen den gelben Container. Und Jame ist da, aber die Bombe wird explodieren. Oh nein! Knappes Ding! Heieieiei, das war richtig knapp. 0,1 Sekunden würde ich mal behaupten. Knappes Teil. Sehr krasser Klatsch. Monolith sah eigentlich so aus, als könnten sie diese Runde gewinnen. Jekin da mit ein paar sehr starken Shots. Aber Jame, der Held. Ja, das war 0,1 oder so. Naja, aber dieses Gateway-Team fehlt jetzt gerade bei der russischen Szene. Weil die nämlich die ganze Zeit dann wieder durchwechseln. Da hat ja jeder mit jedem gespielt. Ich hab's vorhin mal gesagt. Also, die kennen sich gegenseitig alle. Und das ähnelt so ein bisschen der französischen Szene. Und der deutschen von vor ein paar Jahren. Ach so, ich hab Sprout komplett vergessen. Sorry. Sprout ist dänisch, Mann. Ja, du hast vollkommen recht, sorry. Aber ihr habt ja alle die Message, ist ja trotzdem rübergekommen. Und das ist ja auch geil, dass Sprout sich so ein junges Talent gekrallt hat. Und das ist halt, das ist eben, das ist auch ein Risiko in Anführungsstrichen. Man weiß ja nicht, beweist er sich. Aber wenn er sich beweist, Alter, dann geil. Genauso wie Big mit Smuja. Der ist ja jetzt auch nicht irgendwie bekannt dafür, super krass gegen alle Top-Teams gespielt zu haben oder so. Also, er war gut, aber dass er dann so gut ist. Jetzt schleichen die sich gerade in den Spot mit ihrer Russenacker. Die Kinder. Da holt er sich. Einen der Kinder. Ah, Krizen. Double, Triple, Quad. Ace. Nein. Quad-Kill. Jame hat einen geklaut. 2-0 für Avanga, aber das war auch wieder etwas teuer. Ich lese mal kurz nach. Ja. Enfield. Ich wusste nicht, dass Ashton Kutcher so viel über CS weiß. Boah, Spiker. Was ist denn da los? Gehen die einfach in die Mitte rein und machen innerhalb von 15 Sekunden die Runde kaputt? Leute, lasst mich doch mal ein bisschen den Chat lesen. Hat das denen niemand gesagt, dass ich hier eine Community zu versorgen habe? Mit Input, mit Diskussionsmaterial. Also nicht alles, was ich sage, ist Gold. Ihr wisst es selber. Jeder ist nur Mensch. Und ihr könnt euch, ich will euch nur zum Denken anstoßen. Das ist, ich bin kein Thorin, der denkt, er ist gottgleich und alles, was er sagt, ist wahr. Und wer ihm nicht, wer nicht seiner Meinung ist, ist ein Vollidiot oder so. So einer bin ich nicht. Ich bin jemand, der will Denkanstöße geben und diskutieren. Und ich lasse mich auch gerne von etwas anderem überzeugen. Außer von der CZ. Die ist scheiße und die muss raus. Ich denke, in Polen wollen junge Talente trotzdem noch zu VP, einfach wegen dem, dass sie früher erreicht haben, um den Geld zusammen zu spielen. Ja, Wendy. Das stimmt natürlich auch. Virtus Pro hat diesen krassen Status über die Jahre hinweg auch immer noch behalten.
Sorry, Dani, dass ich da Sprout komplett unter den Tisch fallen hab lassen. Kein Stress. Hoffentlich. Please don't hate! Also, der Text ist ja auch fast dänisch. Das scheint aber eine ganz gute, effektive Mischung zu sein. Und ich weiß gar nicht, ob du es weißt, Dani, aber ich habe mit NATO sehr viel Zeit verbracht auf Events. Also, wir kennen uns ganz gut. Er hat ja immer mit sich gehadert, ob er eher Kommentator sein soll oder will oder Profispieler. Und nachdem CSGO-Launch gestorben ist, hatte er, glaube ich, dann eher auch in Anführungsstrichen nur die Chance, Spieler zu werden. Weil, also, die Jobs, die wir hatten, waren klein, waren annehmlich, waren gut. Aber der Durchbruch in die ganz großen Dings ist natürlich dann schon schwer. Da musst du auch viel Arsch kriechen und ich bin jetzt nicht so der Typ für solche Aktionen. Ich schleime ungerne bei Leuten. Und manchmal muss man da auch ein bisschen sich anbiedern und schleimen und da habe ich nicht so Bock drauf. Hallo Herke, wie geht's dir? Hallo Blue. Ey, jetzt sind da richtig viele Leute da. Wie geht's euch allen so? Ja, wenn man da so in dem Laberflow ist, dann kann man schon mal Sprout vergessen. Ne, ich hoffe, euch hat der Monolog gefallen und ihr könnt euch gerne auch weiter diskutieren im Chat. Aber ich habe hier noch einen Job zu erfüllen und der heißt, das Spiel auch zu kommentieren. Nicht nur zu philosophieren. James, der Molotow war für dich. Flaschenpost kommt runter. Er hat sie gar nicht aufgemacht. Chrisen und er. Das ist jetzt vielleicht etwas ungünstig, dass Chrisen den jetzt aufmachen musste. Ja, Kinder kann sich schon vorstellen, wenn da einer im Vent ist. Ja, genau. Jetzt den anderen noch aufmachen, dann suggeriert er wenigstens, dass er in B steht. Bleibt natürlich im Vent, um James nicht komplett hängen zu lassen. Der zieht sich aber langsam auch wieder zurück. Der A-Spot wird demnächst vom Monolith angegangen. Quickert und Dimasik stehen da. Quickert schon mal mit dem ersten gegen Nickelback. Dimasik positioniert sich nochmal neu, um den Spot in die Zange nehmen zu können. Und die anderen CTs rücken nach. Quickert, da kriegt er den Triple Kill aber auf dem Silbertablett. Jekinder ist alleine. Und wo sind die Jekinder? Badunz. Okay. Köllala. Ist ja jetzt vorbei, aber ihr wisst ja, was ich meine. Dimasik mit dem letzten Avangar. Ja, überlebt diese chaotische Phase des Spiels. Wenn sie da die Runde verlieren, ist Monolith ganz schnell sehr weit weg. Ja, unendlich viel gibt es da zu ergänzen, Mann. Deswegen, Dialoge sind über solche Themen ja immer viel früchtetragender, weil man sich gegenseitig nochmal neue Blickwinkel eröffnet. Und dann eröffnet der andere dann darauf, auf den neuen Blickwinkel, wieder einen Blickwinkel. Also, ein Monolog über so ein Thema zu halten, ohne Skript, ohne sich vorher eine Stunde oder zwei Gedanken zu machen, ist, da vergisst man sau viele Aspekte. Aber, also, Sponsoren und Liga-Organisation, Social-Media-Support und alles Mögliche. Da sind ja noch ganz viele andere Felder, die ich gar nicht angesprochen habe. Spielerausbildung, Anerkennung in der Gesellschaft, Jobchancen, Gehälter. Da sind noch so viele Sachen. Also vielleicht sollten wir uns da fast mal zusammensetzen. Wo müsste man eventuell schleimen, fragt Neon. Bei, also in der englischen Szene im Endeffekt. Also in der englischen Kommentatoren-Szene. Da haben sich auch Gruppen gebildet. Ja. Die Grüppchenbildung und Vetternwirtschaft ist da ganz groß geschrieben. Aber da brauchen wir nicht zu weit eintauchen. Das könnt ihr alle selber euch überlegen, wenn ihr seht, welche Talents mit welchen anderen Talents auf welchen Events sind. Boah, was? Da darf er aber nicht zweimal verschießen. Das tut mir sehr leid, aber da darf er einfach nicht zweimal verschießen, wenn er den Spot halten will. Er verschießt zweimal und dadurch ist der Spot verloren. Dimasik kommt aber nochmal zurück in die Runde, ey. Problem.
Nickelback und Quickert kommen jetzt beide von hinten. Der Trade. Nickelback hatte da nicht gedacht, dass sie beide aus der gleichen Richtung kommen. Ubiq steht aber noch hinten im Spawn. Im Spot. Quickert lässt sehr viel Zeit verstreichen. Er wartet darauf, dass Ubiq sich zeigt. Jetzt weiß er, wo er ist. Ubiq piekt nochmal raus. Ubiq bleibt doch einfach hinter der Box. Die Bombe tickt eh schon so schnell. Brauchst dein Leben nicht aufs Spiel setzen. Jetzt weiß er, dass er rausgehen kann. Monolith gleicht also wieder aus. Aber was macht Avantgarde nächste Runde mit dem Geld? Mit VDR? Freitagmittag caste ich leider gar nicht. Obwohl, eventuell schaffe ich es sogar. Ja. Das ist jetzt die Sache. Chrisen und Dima haben so wenig Geld, dass es sich kaum lohnt, auch zu saven. Quickert hat eine AK und Armor gesaved. Sie hatten 3000 bei Buster und Jame und Quickert. Sie hätten da jetzt nochmal einen Half-Buy rausbauen können. Aber dann hätten sie eben nochmal saven müssen. So kann Quickert eventuell nächste Runde dann was droppen. Aber schauen wir uns das erstmal an. Weak ist schon ziemlich close am Spot. Avantgarde stackt zu 5 den A-Spot. Und jetzt wünsche ich mir von Monolith keinen Argo, sondern dass sie eben mal reinschauen und sehen, ob da was passiert. Oh Gott. Ja. Naja. Schade. OP. Was ist denn hier los? Proplay ist immer für einen zu haben, ey. Zwei schöne Kills, aber Avantgarde gewinnt diese fast Full Save. Sie hatten ein paar P250s gekauft und 5-Mann-Stack auf A. Und damit hat sich das auch erledigt mit der theoretischen Buy-Philosophie. Tja. Was hätte Avantgarde anders machen können? Vielleicht einen Spieler vorschicken, nicht alle in der Mitte committed zu sein und dann, wenn du in der Mitte so stehst, gegen eine Eco, musst du halt auf alles gefasst sein. Und alle Ecken aimen. Das sah ein bisschen erschrocken aus. Bombplant geht durch für Monolith. Mehr aber auch nichts. Speak wird da von Jame noch erkannt und entmannt. Also, ich habe ja gesagt, Cash kann sehr strategisch werden. Cash kann aber auch chaotisch sein. Im Moment ist es eher Zweiteres. Die Stille vor dem Sturm. Was macht meine Stimme da? Eigentlich wollte ich in der Pause was essen, gell? Jetzt habe ich wegen euch so viel über CS geredet, dass mein Magen knurrt und meine Stimme weg ist. Kein Vorwurf übrigens. Oh, Spiker gegen Buster. Der B-Go ist in vollem Gange. Chrisen aber auch im 6. Gang. Der fährt da ganz schnell drüber. Triple Kill für Chrisen am B-Spot. Den hält er alleine. Einhändig schon fast. Yeah, Kinder, alleine. Gegen 4 CTs jetzt. Die Bombe ist am B-Spot schon gedroppt. Kommt nochmal eine Smoke. Im Endeffekt helfen sie mir da ein bisschen. Ja, James schaut auch noch rein. Jetzt wissen sie, okay, er ist hinter der Smoke. Wow, vielen Dank für die Informationen. Dima piekt auch alleine rum. Das war schon ein bisschen risky, was Avantgarde da gemacht hat. Aber sie schaffen es ja, die Runde zu holen, also alles okay. Da, Chrisen schon mal den Double Spray, dann die Flash, super eingesetzt.
Ubique hat da gar nichts mehr gesehen. Guter Support von Quickert. Und das 6:3. Monolith muss saven. Avangar kommt wahrscheinlich zur 7. Runde. Jetzt können die sogar echt noch legen. Ich glaube, ich häng. Na, die haben nur einen Spieler mit Armor. Spike hat eine AK. Der könnte nochmal gefährlich werden. Ubique traded. Und Chrisen geht down. Ich glaube, ich... Eieiei. Der A-Spot ist ein echtes Problem, muss man sagen. Starke Runde von Ubique. Kein Kill. Jetzt kann er sich erstmal ein bisschen erholen. Jay mit dem First Track für Avangard. Ei, Mann. Also da sind jetzt schon echt viele Runden den Bach runtergegangen. Aber das ist bei Teams, die auf einem Niveau sind, sich gut kennen, oft der Fall, dass Spiele sehr chaotisch werden. Und dann auch noch auf Cash, wo du auch zu dritt nochmal irgendwo durchgehen kannst. Buster macht es zum 5:3. Monolith hat jetzt zwar Checkers unter Kontrolle, aber Buster und Chrisen stehen immer noch im Spot. Vorhin hat Chrisen das alleine gehalten. Buster muss schauen, dass er nicht verbrennt. Chrisen kann ihn so lange noch nicht verteidigen. Buster mit einem schönen Kill gegen ihr Kinder, aber Proble und sein Mate Spiker kommen von der Seite. Chrisen wird getradet. Proble im 1:2 mit 11 HP. Oh, er wartet intelligenterweise auf Dimasik. Hat er Quickert da gesehen? Ich habe gerade noch auf den Killfeed geschaut. Proble hat auf jeden Fall noch genug Zeit, um zu rotieren. Nee, er konnte Quickert nicht gesehen haben. Steht er noch oben im Vent selbst. Das schaut so aus, als würde Proble wenigstens den Plant bekommen. Und so wie er steht, ist er relativ safe. Er könnte erst sehr spät gesehen werden, wenn Quickert das nicht schon verdächtigt. Oh, Proble. Jetzt hat er sich aber verraten. Da kommt sofort die Smoke auf die Bombe. Aber Quickert geht nochmal rum. Proble verändert den Winkel. Und Quickert hat keine Chance. Proble mit dem 4K-Klatsch. Vom B-Spot zum A-Spot zum 4K zum Win. 6:5. Avangar schaut etwas enttäuscht aus. Super Klatsch von Proble. Ich habe ja vorhin schon gesagt, der ist immer für ein paar zu haben. Und Nickelback gegen Dima. Monolith nimmt es jetzt sehr langsam in Angriff. Spiker steht fast noch am Spawn. Hinten auf dem kleinen Schild. Schaut er durch den Zaun auf den B-Spot.
Aber da sieht er nichts, denn Avangar hält sich zurück mit ihrem Halfby, paar Amors, paar Pistis. Da hoffen sie drauf, dass Monolith ihnen reinrennt. Und die gehen auf den A-Spot. Da stehen jetzt zwei Spieler. Einer davon ist Krizen mit Armor und CZ. Quickert bleibt dann wahrscheinlich am B-Spot, wenn jetzt wirklich der Argo stattfindet, was auch der Fall ist. Krizen kann nichts machen, James ist auch down. Quickert wird saven. Buster versucht ihm dabei zu helfen. Als Frühwarnsystem. Wie eine Patriot-Rakete. Das ist ja Freitag, der 13. Uiuiuiui. Darf man da überhaupt Counter-Strike spielen am Freitag, den 13.? Ich bin mir da ja nicht so sicher. Bis 2:30 müsste ich da offiziell. Wenn du also erst 2:30 mit den Essen gehst, Daniel, dann wäre ich da eventuell am Start. Aber vielleicht sollten wir uns da einfach mal noch kurz schreiben dann. Weiter geht's mit der Waffenrunde. Jetzt hat Avangar wieder eine MP9 dabei. Krizen kriegt den ersten Kill am B-Spot. Monolith ist da immer sehr flott am B. Wow, okay. Ja, die gehen einfach... Die kommen flüssig durch. Tja, Fickert muss dann wohl wegbleiben. Avangar hat auch vorhin schon etwas, ja, enttäuschendes vielleicht zu viel gesagt, aber nicht auf dem Niveau gespielt, auf dem ich sie erwartet hätte gegen Force. 16-8 verloren. Aber Avangar hat die erste Map gewonnen. Das heißt, es ist alles okay. Selbst wenn die Cash verlieren, halten sie noch eine Chance auf das 2. Vorhin war Avangar auch lange Zeit hinten und abgeschrieben schon fast und haben sich dann rehabilitiert und in der Overtime noch gewonnen. Deswegen... Okay. Das habe ich so auch noch nie gesehen mit den Wärmepacks im Gesicht. Ich hoffe, es geht ihm gut. Der gute Spiker! Sie haben ja 4 Runden in Folge gewonnen. Ich glaube, das muss eine Aufnahme aus den vorigen Runden gewesen sein. Quickert und Co. haben jetzt nur seine gesaved M4. Der Rest hat CZs. Durch den Loser-Bonus haben sie noch ein bisschen was nachgekauft. Sie könnten in der letzten Runde der Halbzeit nochmal einen Full-Buy spielen. Quickert mit dem ersten Kill. Jetzt haben sie die Überzahl. Verwenden sie die Überzahl, um irgendwo Informationen zu sammeln, oder fallen sie einfach in die Spots zurück? Jetzt sind sie zu viert am B-Spot. Das schaut gut aus. Jam und Krizen mit dem ersten Kill. Da ist nur noch Spiker am Leben. Mit dem 1-4 für Spiker. Der hat eine Ave. Ist jetzt vielleicht nicht gerade die geilste Waffe für diese spezielle Situation. Manchmal in einem Klatsch ja ganz gut. In dem Fall... nicht so von Vorteil, denn ihr könnt ja pre-firen ohne Ende.
Basta lässt ihn nicht wieder rein. 7-7. Damit hat sich auch die Frage beantwortet, ob Avangar komplett kaufen kann. Auf jeden Fall. Denn sie behalten auch noch sau viele Leute am Leben. Boah, haben da Krizen und Jame ausgeteilt. Das ist aber auch... Also, das ist aber auch Monolith selbst zu Schulden zu kommen. Das, ja, ihr wisst, was ich meine. Selbst anzurechnen. Die rennen wieder in den B-Spot, als gäbe es keinen Morgen. Und das aber ohne jegliche Information gegen den Half-Buy. Ja, ich verstehe ja, dass Monoliths B-Go stark ist, wenn 2 oder 3 Leute im Spot stehen. Aber wenn 5 Leute im Spot stehen, dann hast du immer irgendjemanden im Rücken. Und dann passiert eben genau das, was gerade passiert ist. Du verlierst gegen eine Eco-Runde. Nice. Jame. Geht schon mal Proplay. Anscheinend hat sich Avangar unsere Pseudokritik oder unsere Enttäuschung zu Herzen genommen und reißt sich jetzt mehr zusammen. Oi, geh weg. Noch nicht ganz fertig mit der Runde. Diesmal ist B weitestgehend unverteidigt. Avangar spekuliert darauf, dass Monolith nicht so oft B gehen wird hintereinander, aber anscheinend ist genau das der Fall und Monolith ist wie auch schon auf Inferno so B fokussiert. Das ist krass. Das ist eigentlich auch krass, wie erfolgreich sie damit sein können überhaupt. Das ist die letzte Runde der Halbzeit. Das heißt, Avangar wird auf jeden Fall reingehen. Und Quickert macht da auch noch die Weg zu Kleinholz. Ihr Kinder wartet aber noch und dann ist Jame zur Stelle. Der kann auch noch defusen. Diesmal wird es kein 0,1 Sekunden Defuse, sondern etwas entspannter. Ein 8-7 Halbzeitspielstand. Verträglich für beide Teams. Können beide damit leben, auf jeden Fall. Aber wer holt sich jetzt über die Pistol Round den Vorsprung? Avangar will auf jeden Fall zum A-Spot. Gehen über die Tür mit der Bombe vor. Basta und Krizen aimen passiv die Mitte ab. Biker sieht sie da schon. Jetzt hier, Kinder. Mit der USP im NBK. Wow, was? Der pusht da sogar noch nach. Was ist denn da los? Er wollte die Bombe da hinlegen. Deswegen ist er hinterhergegangen. Das war ja eigentlich eine ganz gute Idee, aber die Umsetzung war vielleicht etwas zu überhastet. Wenn sie da zu zweit reingehen, ist das schön. Krizen und Jame drehen es jetzt nämlich wieder ins 2 gegen 2. Und die Bombe ist auf dem Weg zum B-Spot. High Risk. High Reward war das gerade. Spiker muss den Bombspot alleine halten, aber er rotiert gerade zu... Okay, ich wollte gerade sagen, er rotiert gerade zu Yubik an den anderen Spot. Er bleibt dann doch an B, weil er gehört hat, wie geplantet wird. Wir haben keine Flash mehr, Spiker hat noch Armor. Jame schaut auf den Headshot. Ah, und beide werden jeweils von Jame und Krizen abgeknallt. 9-7 für Avangar. Jetzt lachen die wieder. Jetzt sind die wieder im Modus. Jetzt geht wieder ein bisschen was. Oh, wieder serious. Da geht die Augenbraue auch mal hoch. Die Deagle von Spiker macht ein bisschen Damage.
Ist jetzt aber keine unmittelbare Gefahr gewesen. Der Tee kann da auch schnell wieder zurückweichen. Biker geht noch mehr auf die Suche. Und er hat schon den richtigen Riecher. Aber Quickert steht hinten. Genauso wie Buster. Also, das stimmt gerade alles. Immer Lurk durch die Mitte. Sehr schöne Mischung von Avantgarde zwischen wir stehen defensiv und warten auf einen Push und wir pushen selber mit einem Spieler nach vorne. Da ist der Win für Avantgarde in der zweiten Runde. Monolith wird jetzt nochmal komplett saven müssen. Und dann haben wir die erste Waffenrunde in der zweiten Halbzeit. Und dann bin ich mal gespannt, wie Monolith auf der CT-Seite spielt. Nur B geht nicht. Obwohl ich es ihnen zutrauen würde. Leute, wir gehen einfach immer ein B-Defenden. Wir stacken jede einzelne Runde B. Wir müssten ja dann 50% der Runden gewinnen. So funktioniert Stochastik doch, oder? Du hast zwei Spots, du stackst immer einen. Also hast du immer eine 50% Chance zu gewinnen. Dann ist der Halbzeitscore also 8 zu 7. Oh Mann, Monolith. Die stacken doch glatt A. Und jetzt machen sie da einen Kill nach dem anderen, weil Avantgarde sich wieder auch keine Zeit lässt, ey. Am Ende gewinnt Buster mit einem 4K dieses Scharmützel. Das absolute Geschnetzel da. Sie lachen darüber. Also ich würde da viel machen, aber nicht lachen. Ich würde eher weinen. Ja, vielleicht lachen sie aus Erleichterung. Das würde ich noch nachvollziehen können. Mitte auf dem Boost. Prison steht an der Tür. Eine teilweise sehr undankbare Aufgabe. Genauso wie Buster, der im Sunroom abchillt. Nickelback und Problem stehen am B-Spot auf der CT-Seite. Und Avantgarde baut in der Mitte weiter auf. Sie wollen dann wahrscheinlich den B-Spot splitten. Sie hätten natürlich noch die Möglichkeit, auch umzubauen. Aber im Moment ist das ihr Plan. Dann kommt es darauf an, wie setzen sie Chrisen ein. Als Backstabber oder als Faker? Er hat eigentlich nicht die Granaten, um zu faken. Backstabben würde auch nicht. Er geht laut weg. Quickert und Dimasik mit den beiden Entry-Frags in der Mitte und im B-Spot. Aber Proplish, der steht noch weiter. Und jetzt hat Avantgarde so viel Zeit vergeudet, dass Monolith rotiert ist. Ihr Kinder, Proble, beide mit einem Frag. 3 gegen 2. Chrisen und Buster. Damit in der Unterzahl. Die Bombe ist auf den B-Spot gedroppt. Von hinten kommt noch einer dazu. Also, ihr Kinder könnt es spätestens, wenn die Bombe gelegt wird, rumreißen. 11 zu 8. Monolith. Runde, dank eines viel zu zögerlichen Avantgardes. Da war einiges unklar für Avantgarde. Wo die CTs sind, wo es hingehen soll. Und ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht auf die Nades geachtet. Ich weiß, er hat noch keine Smoke mehr. Manchmal muss man dann echt nochmal das dumme Risiko eingehen, so. Ja, so blöd es klingt. Aber die Zeitfenster schließen sich auf dem Niveau eben sehr schnell.
Avangar geht deswegen jetzt sofort wieder auf den A-Spot. Vivique mit zwei Flash-Kills? Holy moly. Er war gut blind. 3 gegen 4 also für Monolith. Proplay ist auf dem Weg zum A-Spot, während Quicker sich Spiker mitnimmt. Ihr Kinder, leider nur einen. Chrisen traded instantly und Proplay weiß nicht, dass da Chrisen noch in der Mitte steht. Buster noch in der Mitte steht. Der fängt ihn ab auf dem Weg zum Spot. Und jetzt weiß auch Nickelback, da komme ich lebendig wahrscheinlich nicht durch. Boah, Buster kommt da auch lebendig nicht durch. Die Nate, die muss ihn... die Nate trifft Chrisen. Aber Nickelback erleichtert sich trotzdem den Job. Buster aimt aber aus der Entfernung schon an. Nickelback etwas überrascht. Avangar ist gleich wieder zurück. Nachdem sie eine Runde verlieren, gewinnen sie die nächste. Das heißt, die CTs müssen saven. In dem Fall, ja, können sie sogar saven. Sie müssen nicht. Aber 3 Spieler haben über $2000. Das heißt, sie können auch nach dieser Runde noch halbwegs gut kaufen. Sie haben bisher gezeigt, dass sie lieber saven als forcen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Da gibt es verschiedene Spielphilosophien, da habe ich ja vorhin drüber geredet. Solange da alle auf dem gleichen Nenner sind, passt das auch. Beim 12:8 zu saven ist selbstverständlich nicht leicht. Da gibt es den einen oder anderen Spieler, den es da in den Fingern juckt. Aber man kann nicht alles haben. Schönes Covering Fire durch Jame. Und da geht auch noch Nickelback down, also Yubik alleine. Da gibt es wahrscheinlich nicht mehr viel zu holen für ihn. Das war's. 13:8. Avangar jetzt in Reichweite des Map und dadurch auch Matchpoints. Also, sie strafen uns Lügen. Sie sind zwar vielleicht nicht ganz so stark, wie ich sie mir vorgestellt habe, aber sie sind wohl stark genug für Monolith. Ich dachte eigentlich, dass das Spiel sehr eindeutig wird, nachdem Monolith gegen Force verloren hat und das auch sehr eindeutig und gegen Spirit auch eingesteckt hat ohne Ende. Aber sie präsentieren sich hier sehr gut. Der Kampfgeist noch ungebrochen, aber Jame killt Proplay am B-Spot. Da stehen noch 2 Spieler. Nickelback hat er anscheinend gesehen. Nickelback lebt also gefährlich. There's a hero to save us. Is it Spiker? Nein, der geht down. Es ist auch nicht Nickelback selbst. Yubik und Yekinder in 2 gegen 4. Wow, Yekinder, was ist mit dir los? Der hat die Inline-Skates angezogen und hat noch nicht gelernt zu bremsen. Fährt da die Rampe hoch. Fällt in den Spot und stirbt da. Ohne jegliche Chance auf irgendetwas. Er hatte gehofft, dass durch die Smoke und den Molotow, der da lag, niemand auf den Heaven aimt. Aber die hatten einfach nichts anderes zu tun. Das klingt auch wieder dumm, aber die haben wahrscheinlich hat einfach auch aus Langeweile den Heaven abgeaimt. Die hatten ja gar keinen Grund, da nicht hinzuschauen. Yubik versucht, seinen M4 zu saven. Er springt um die Ecke, um die AWP etwas zu verwirren und dann bei der Landung wieder den Vorteil zu haben, aber auch das klappt nicht. Und es ist ein Eliminierungsspiel. Monolith kaut an den Fingern. Was können sie tun? Mit Stand-In schlagen sie sich gut. Aber anscheinend nicht gut genug.
Einige Spieler hatten Visa-Probleme. Ich würde mal gerne wissen, warum. Ja, warum lässt man den 17-Jährigen nicht einreisen? Denken die wirklich, der kommt, um Computer zu spielen und bleibt dann da? Und gründet dann eine Familie oder was? Also echt, ich verstehe manchmal die Politik. Oder die Politik dahinter. Das liegt da an der Botschaft. Aber andere lässt man dann durch? Hat er womöglich mal Drogen geschmuggelt? Glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass ein 17-jähriger Gamer irgendwem auf der Straße die Fresse eingeschlagen hat und deswegen nicht rein darf. Also, ich weiß es nicht. Ich habe aber auch keine Fakten leider zu den ganzen Sachen. Aber ich würde sie eben gerne kennen. Dann kann man sich da vielleicht mal ein bisschen drüber echauffieren. Monolith ist auf jeden Fall jetzt richtig schlecht dran. Die Kinder hat 2 MP9-Kills aber gemacht. Also, ich sage gerade den Satz, sie sind richtig schlecht dran und die Kinder macht 2 Kills mit der MP9. Ja. Vielleicht sollte ich öfter so reden. Also, Monolith wird das Comeback wahrscheinlich nicht schaffen können. Ihr versteht schon. Reverse Psychology. Jetzt Chrisen gegen Yekinga. Die Revanche für die 2 Kills. Basta ist auch noch da. Der Double Kill für ihn. Proble alleine. Noch ist es nicht vorbei. Bombe wird gelegt. Proble hat eine CZ. Er tastet sich in die Mitte vor. Basta überrascht. 2 HP bleiben ihm aber nur. Entschuldigung, das war gerade ein Einatmen. Ein Röcheln. Ja, okay, er saved die AWP. Schade, das ist eine bittere Pille. Die muss er aber schlucken. Mit seinen 2 HP sind die Retake-Chancen sehr unrealistisch. Deswegen zieht er sich lieber zurück. Die richtige Entscheidung, auch wenn sie noch so schwer ist zu treffen. Da haben wir nochmal Jame und dann Basta mit den 2 Kills. Ey, der zweite war richtig sick. Schwierige Situation für ein junges Team wie Monolith mit Stand-In. Sie haben natürlich die Hoffnung trotzdem nie aufgegeben. Jetzt müssen sie 7 Runden in Folge gewinnen, um sich den Weg ins Match zu erkämpfen. Auf die dritte Map. Bisher hat Avangard nur eine Runde auf der T-Seite verloren. Dimasik mit dem Headshot gegen Spiker. Schon mal der Worst-Case-Start für den Underdog. Wie wollen sie das wieder zurückreißen? Nickelback. Mit dem MP9 Smoke Push. Sie haben eigentlich 3 Spieler am B-Spot, aber der Heaven wird gecheckt von Avangard und die schießen auch einfach nicht daneben. Yubik ist alleine. Einer der erfahrensten Spieler in der Squad. Kann er es nochmal irgendwie gewinnen? Er killt Dimasik. Jetzt wird er gepusht. Der ist auf der anderen Seite der Smoke. Oh, man sieht das Zucken, das Wackeln, aber er killt trotzdem noch Jame. Die Bombe tickt, erbarmungslos gegen ihn. Er muss sich beeilen mit 10 HP. Quickcut kriegt noch einen Headshot, aber das war es trotzdem für Yubik. Und damit auch für Monolith. 2:0 für Avangard. 16:8 am Ende. Sie kriegen das Rematch gegen Force im Best of 3. Also, ich freue mich da schon auf das Rematch. Force hat vorhin relativ schnell kurzen Prozess gemacht. Also, 16:8 war das auf Inferno. Aber Monolith hat sicher daraus gelernt. Wie knapp wird es? Hm.
Sehen wir überhaupt nochmal Inferno? Wird Monolith da vielleicht, wird Avantgarde vielleicht sogar dodgen? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall ein sehr spannendes Match of Cash. Vor allem die erste Halbzeit war hin und her. Und dann aber, wie viele Runden? 2, 4, 6, 8 Runden auf der T-Seite von Avantgarde. Nur unterbrochen von einer einzigen auf der CT-Seite von Monolith. Die Kinder, der ist Stand-In mit 21 Kills. Dann 16 von Problem. Ubique dann als nächstes mit 12. Und dann natürlich unter 12 der Rest. Also Spike hat auch 12 gehabt. Nickelback 8. Die Zahlen sprechen schon mal Bände eigentlich, muss ich sagen. Hab hier einen komischen Frosch im Hals, sorry. Das hat man vorhin auch gehört. Aber ja. Wie bereitet sich Avantgarde jetzt auf das nächste Match vor gegen Force? Es wird ein Best of Three um die Playoff-Qualifikation. Avantgarde gegen Force. Das Rematch gleich im Lower Bracket. Wir gehen mal ganz kurz auf die Webseite, dann könnt ihr nämlich sehen, wie das... Seht ihr diese krasse Narbe, die ich hier... Ah, nein! Ah, nein! Was ist hier los? Oh, wir haben ein... Okay, wir haben ein Stand... wir haben ein Interview. ...the underdogs going into this. Were you feeling confident coming into this game? About last game? Yeah, about this game. Yes, we are confident because it's best of three and we lost them 2 hours ago, but it's only one game. It will be another game, I think. Yeah, there wasn't a random factor. Yeah, so that it was a best of three, did that give you more confidence coming into it? Yeah, sure. When you're playing best of one, it's all about two pistol rounds. If you win both, you won the game. So Inferno was a relatively close map. You guys managed to clutch it out in overtime. What gave you the confidence to go into this? I don't know. We were just feeling our game. It was like we knew we're going to win. I think game was in their hands because score was 15-13 and their guy lost very important round and we feel like they are a bit... making mistakes. Yeah. I was about to say, Krizen actually kind of brought the game back for you because it was 15-13. He managed to take it to 14-15. Then you eventually managed to take it to overtime. Can you talk to me a little bit about that round? About this round? Yeah. We thought it's already lost because there was like no chance to win, but Krizen somehow won this round because the other guy made a mistake. What about you? How did you feel about this round going into it? Were you confident or...? No, I think we are lost and we need to win two in a row maps, but that guy lost round. It wasn't our best game, it was a bit struggled. So you also came out with a very convincing win on Inferno. What did you guys refocus on going into this? Just playing our game, that's all. What is your game? Can you expand on that? Pushing, go whenever you want to go, peek every time, and that's all. So you guys, we saw you had quite a wobbly CT side earlier against Fours in a best of one. Do you think that was just because of the best of one format, or is that something you guys are going to focus on as a team? I know it's sometimes it happens. It's Counter-Strike. It's a game. Yeah. We can prepare a lot, but sometimes you can lose very important rounds and economically. You are not so strong and you can lost, but we will show now. Yeah, because you guys are actually going back up against Fours now in a best of three. How are you feeling going into this? We are confident. We're going to win this game. We are very confident because it was an early game. First game was at 8 and we never played at that time. But it was similar for all, but I hope that it will be another game. Thank you very much, guys, and congratulations on your win. Good luck against Fours. We're going to throw it back over to the analyst desk. Ach so, nicht analyst desk. Anscheinend doch Highlights. Okay. Also ich finde das einfach nur so geil. Their guy lost. Weil sie nicht mal mehr wissen, gegen wen sie da gespielt haben. Und dann das Lachen so. Their guy made a mistake. Das war echt krass. Das war hart. Das war echt hart. Eieieiei. Naja, Avantgarde ist auf jeden Fall confident gegen Force, weil es kein Best of One ist, weil sie jetzt nicht abhängig sind von zwei Pistol Rounds, sondern dann eben auch etwas länger spielen können, in der zweiten Map dann nochmal zurückkommen können und so weiter. Also sie denken, dass sie das gegen Force easy gewinnen können.
War auf jeden Fall ein cooles Interview mit Kvikkert und seinem Teammate. War es Krizen? Ich glaube, es war Krizen. Schaut aber auf dem Spielerbild anders aus. Egal. Ja, wir haben Force gegen Avangard kurz bevor